So, Julians Blog kündigt das JOB an. JOB steht für das Julians Octagon Battle, kurz OB, weil Blut fließen wird. Es ist in diesem Battle erlaubt, als Team zu battlen. Also Entertainment könnte zusammen mit Gio und JGigi zum Beispiel in einem Team battlen. Denn bis zu 3 Personen sind erlaubt. Und da das Video eh keine Rolle spielt, sind solche Konstellationen nicht unbedingt ausgeschlossen. Es gibt dieses Mal auch sogenannte Moralklauseln, die da wären: Das reale Umfeld muss aus dem Battle rausgelassen werden. Chatverläufe zu zeigen und sonstiger Fake-Shit sind verboten. Eine Demaskierung ist auch absolut verboten, damit es zu keiner ekelhaften Unsportlichkeit kommt. Finde ich persönlich sehr gut, dass es dadurch nur um die Battle-Skills geht, die am Ende nicht von einem fingierten Real-Talk überlagert werden können. Bedeutet, nur jemand, der echte Bars schreiben kann und meine Punchline-Bibel gelesen hat, kommt weiter. Es geht letzten Endes nur um das Battlen. Das Preisgeld beträgt deshalb auch nur 250 Euro für den Gewinner. Ich bin mal gespannt, welche Akteure Julians Blog mit dem Ansagevideo aktivieren kann. Ob es eine Rückkehr bekannter JBB-Legenden geben wird, bleibt abzuwarten. Die Hoffnung ist ja immer da, dass ein Entertainment endlich mal gegen Johnny Dixon battelt. Aber ich vermute eher, dass es neue, frische Talente sein werden, die sicherlich die Chance nutzen werden, sich bei diesem Turnier zu bewerben. Was sagt ihr zur Ankündigung des Octagon Battles? Schreibt mir mal eure Meinung unten in die Kommentare. Welche Rapper wünscht ihr euch beim JOB? JOB, das klingt lustig. Schreibt mir sie gerne mal in die Kommentare. Auch gerne Newcomer, von denen ihr vermutet, dass sie teilnehmen könnten. Sobald es neue Infos geben wird, werde ich sie euch hier mitteilen. Also Kanal abonnieren und Daumen hoch. Schnell.